und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Und zwar geht es heute um die Favoriten des letzten Monats. Und da habe ich heute sehr viele unterschiedliche Sachen, von einem Buch bis hin zu Make-up natürlich. Und was ich so für zu Hause noch gekauft habe an Dekoartikeln, das möchte ich dir heute alles zeigen. Und wenn du sehen möchtest, was das alles so ist, bleib auf jeden Fall dran. So, dann fangen wir auch direkt einmal an, und zwar mit meinem Lieblingskochbuch. Dieses Buch haben wir von unseren lieben Freunden geschenkt bekommen. Und zwar ist es einmal dieses Buch hier, Vegan for Starters von Attila Hildmann. Finde ich sehr interessant, dass man auch im Alltag versucht, gesunde Gerichte zuzubereiten, auch wenn es mal schnell gehen muss. Wir sind immer sehr spät zu Hause und ich habe das quasi immer als Ausrede dann genommen. Gesagt, ja, ich habe nicht so viel Zeit und kann jetzt nicht so die gesündesten Gerichte zubereiten. Das stimmt aber gar nicht. Da sind teilweise Gerichte drin, die wirklich kaum Zeit in Anspruch nehmen und super lecker sind. Und absolute Empfehlung auch, wenn jemand mal ab und zu so ein veganen Tag irgendwie machen möchte oder generell sich gerne gesünder ernähren möchte. Da haben wir vorne drin natürlich immer seine ganzen Kategorien wie was bedeutet vegan, warum vegan, der pflanzliche Turbo zum Beispiel. Genau, hier sind dann auch noch ein paar Tabellen mit was Superfoods leisten können und dann anschließend natürlich Kategorien unterteilt, die Gerichte. Hier zum Beispiel Moussaka Reloaded mit Tofu-Hack und Cashew-Petersiliencreme. Petersiliencreme sieht sehr lecker aus. Oder Pasta Carbonara mache ich heute Abend vielleicht nochmal für uns. Sehr lecker. Wir haben ja immer Carbonara mit Schinken gemacht und wirklich ganz ehrlich, wir haben ja dann einmal Räuchertofu genommen statt Schinken und seitdem brauchen wir Schinken nicht mehr, weil Räuchertofu fast genauso schmeckt wie Schinken. Macadamia Chocolate Chip Cookies, auch sehr lecker für den Sonntagnachmittag eventuell. Ja, also das ist ein absoluter Favorit und ja, würde ich jedem empfehlen. Wir machen jetzt weiter mit Dekoartikeln. Da habe ich neulich bei Butni diese schöne Kerze gekauft. Mal eine kleine Ananas und in so einem schönen Gold. Das ist ja jetzt total wieder angesagt. Gold, goldene Dekoartikel. Ja, das fand ich sehr schön für unser Schlafzimmer. Und daraufhin, wer mich gut kennt, weiß, ich liebe Flohmärkte. Und daraufhin war ich auf einem Flohmarkt und habe zufällig dieses wunderschöne Windlicht gefunden. Und das ist echt, passt wie Faust aufs Auge zusammen, finde ich. Das habe ich jetzt im Schlafzimmer schön auf der Fensterbank drapiert und noch einen kleinen Blumenstrauß dazu. Und das sieht wirklich richtig schön aus. Und ja, ich glaube, der hat 3 oder 2 Euro gekostet auf dem Flohmarkt. Das war wirklich ein Schnäppchen und ich finde es wirklich sehr schön. Das kann man auch gut an heißen Sommertagen auf dem Balkon abends schön hinstellen mit einer kleinen Kerze drin und das macht gleich so ein gemütliches Ambiente. Ein Teil möchte ich euch auch noch zeigen und zwar ist das einmal diese schöne Schale. Und zwar da, wo ich das Windlicht da auch gekauft habe bei der netten Dame, habe ich auch diese schöne Schale gekauft. Und erst dachte ich mir so, da kann man vielleicht ganz schöne Kerzen reinstellen und dann auch als Deko quasi benutzen. Allerdings habe ich mir dann Kerzen reingestellt und das mochte ich dann irgendwie doch nicht so gern sehen. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht meine ganzen Lippenstifte reinsortieren. Und hier fehlen jetzt noch ein paar. Ich habe die jetzt gar nicht alle hier drin sind, finde ich, ist das irgendwie sehr schön, weil man alle Farben im Überblick hat und dann quasi morgens oder abends nach wie vor einfach den Lippenstift rausnehmen kann und dann wieder reinpacken kann. Fand ich sehr schön und den habe ich dann auch noch gekauft. Und weil wir gerade über Flohmärkte sprechen, ich habe eine sehr schöne Bluse auf dem Flohmarkt gefunden und zwar
ist das diese schöne Bluse hier. Auf dem ersten Blick vielleicht ein bisschen spießig so, aber wenn man es richtig kombiniert, kann das echt richtig schön aussehen. Und auf jeden Fall hat mich die Farbe so begeistert, weil das ein bisschen ungewöhnlicher ist, sieht man nicht so oft. Und ich finde das auch ganz schön, dass man hier vorne die Möglichkeit hat, so eine kleine Schleife umzubinden. Oder man kann natürlich auch das einfach ganz schlicht so lassen. Ja, fand ich sehr schön und sehr günstig. Im Laden hätte man wahrscheinlich viel mehr dafür bezahlt. Und ich glaube, die hat jetzt 4 Euro gekostet auf dem Flohmarkt, wie gesagt. Ja, bin ich auch sehr glücklich, dass ich die gefunden habe. Zu guter Letzt kommen wir zu meiner Lieblingskategorie und zwar Make-up. Darüber könnte ich wirklich den ganzen Tag sprechen. Allerdings habe ich mich jetzt begrenzt und zwar auf meine aktuellen Favoriten. Und los geht es mit meiner absoluten Lieblings-BB-Cream. Ich glaube, ich habe die schon mal in irgendeinem Video erwähnt, aber ich kaufe sie mir immer und immer wieder nach. Und zwar ist das die hier. Das ist einmal die BB-Cream Prep and Prime von MAC. Und zwar habe ich da die Farbe Extra Light und ich benutze immer unten drunter natürlich, also erst als Basis, immer eine feuchtigkeitsspendende Tagespflege oder die Creme von Embryolisse, die habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt. Und dann trage ich immer diese BB-Creme auf. Es fühlt sich wirklich nicht an, als hätte ich jetzt tonnenweise Make-up im Gesicht. Ist wirklich sehr leicht zu tragen und das Einzige, was ich sagen würde, ist, wenn ich jetzt kein Setting-Spray anschließend auftrage, wenn ich natürlich fertig bin, würde ich sagen, ist es abends so ein bisschen schon abgetragen und an einigen Stellen nicht mehr ganz so deckend. Aber das ist überhaupt kein Thema und trotzdem finde ich sie sehr gut. Und sie hat sogar einen Lichtschutzfaktor, was sehr wichtig ist, Lichtschutzfaktor 35 hat sie, glaube ich, ja. Also auch Lieblings-BB-Cream. Dann geht es weiter zu Augenbrauenprodukten. Da habe ich im Moment die Precisely My Brow Pencil. Das ist dieser sehr, sehr angesagte, gehypte Augenbrauenstift von Benefit. Ja, hat eine ganz dünne Spitze. Das heißt, da kann man sehr präzise, die Augenbrauenhärchen nachzeichnen und auf der anderen Seite natürlich das obligatorische Bürstchen, damit alles ein bisschen weicher gebürstet werden kann. Absoluter Favorit habe ich jetzt in der Farbe 5. Dann habe ich auch noch, ich glaube, war das vor Weihnachten, habe ich über Instagram auf jeden Fall einmal gezeigt, was bei Douglas bestellt und unter anderem das schöne Laura Mercier Translucent Powder, was super angesagt ist und alle immer sehr loben, dass das toll sein soll. Das habe ich einmal bestellt und zwar einmal in so einem Geschenkeset. Also das sind die kleinen Mini-Größen, den gibt es natürlich auch in der originalen Größe, also ein bisschen größer. Mein Geld hat nur für die Reisegröße gereicht. Egal, ich liebe diese Produkte in dieser Mini-Version. Sie sind super schön mitzunehmen überall hin. Und wenn das leer ist, dann kann ich mir ja immer noch das Originale dann kaufen. Und dabei in diesem Päckchen war auch noch das Translucent Loose Setting Powder in Glow drin. Also die Glow-Variante. Das heißt, dieses Puder ist eher dafür da, das Gesicht abzumattieren und alles schön zu setten. Und das settet zwar auch das Gesicht und das Make-up, allerdings hinterlässt es so ein schönes Glow-Finish. Auch sehr schön. Und passend dazu gab es noch so ein kleines Schwämmchen, Puff oder so. Ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt. Fand ich auch sehr süß. Dann in der Drogerie habe ich von L'Oreal neulich diesen schönen Pinsel gekauft. Und zwar von L'Oreal, ich glaube für 9,99 Euro, habe ich mir jetzt gekauft, um mein Make-up aufzutragen. Finde ich sehr schön, damit man noch eine andere Alternative hat zu dem Make-up-Schwamm. Ja, fand ich auch sehr schön, auch die Farbe und es ist schön weich, es ist sehr angenehm auf der Haut.
Lieblingslippenstift nach wie vor seit Weihnachten, der hier von MAC. Und zwar in der Farbe Babetown. Ist ein ganz toller Nude-Ton und den kann man tagsüber perfekt tragen und abends natürlich auch. Ich weiß nicht. Er fokussiert mich. Ganz tolle Farbe. Kann man super im Alltag tragen und auch abends. Und ja, absoluter Lieblingslippenstift. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht und ja, ihr konntet eventuell ein paar Dinge für euch mitnehmen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Vergesst nicht zu abonnieren und einen Daumen nach oben da zu lassen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann, tschüss!